method of madness, guerrilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blood art to your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they back. Hey, ho, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht's um Itachi gegen Jiraiya. Die hatten ja in Classic Naruto ihr Aufeinandertreffen, als ja Itachi vor Naruto stand und so. Und ja, da kam dann halt Jiraiya zu und hatte dann so eine Ansage gemacht, yo, ich werde euch beide jetzt und hier töten. Am Ende, als dann Jiraiya jetzt sein Jutsu gemacht hatte mit diesem komischen Froschmagen da, sind ja Itachi und Kisame geflohen. Itachi hatte ja dann das Amaterasu da gemacht, um da ein Loch rauszuholen, damit die da fliegen können und so. Und dann sind halt Kisame und Itachi woanders hin geflohen, wo dann Itachi noch sagte, yo, ich bin etwas geschwächt, ich muss nicht etwas ausruhen, weil Amaterasu und Tsukuyomi gleichzeitig anzuwenden ist schon etwas stressig und so. Und viele haben es irgendwie so in Erinnerung, dass Itachi da gesagt hätte, dass er keine Chance gegen Jiraiya hat, was ich jetzt irgendwie komisch finde, weil das wurde nie so gesagt. Im deutschen Dub wurde sogar gesagt, dass Kisame zu Itachi sagte, yo, du hättest ihn noch locker fertig machen können und so. Aber ja, sowas habe ich jetzt im Manga nicht unbedingt gefunden, aber egal, so viel dazu. Auf jeden Fall, viele denken, dass Itachi da abgehauen ist, weil er keine Chance gegen Jiraiya hätte, was ich abstreiten will oder sowas, weil da kommt jetzt meine Meinung ins Spiel und alles. Nämlich hätte Itachi da wirklich gegen ihn verloren. Der Hauptgrund des Videos war einfach nur dieser Fakt, den viele falsch verstanden haben und so, weil Itachi ist halt einfach nur geflohen, um sich auszuruhen, und da gibt es noch einen anderen Grund, was jetzt kein Fakt ist, sondern mehr so eine Theorie, sage ich einfach mal. Und ja, darüber möchte ich einfach reden. Nämlich erst einmal, was ist der andere Grund, wieso die Itachi geflohen ist? Ich würde es jetzt so sagen, dass er einfach keinen Kampf haben will. Wir kennen Itachi, er möchte nicht kämpfen, er mag es nicht zu kämpfen und so. Und er liebt Konoha, er würde niemals Konoha angreifen, er würde niemals irgendwelche Konoha den jetzt einfach so, ja, umbringen oder sowas, würde nicht ernsthaft da gegen die Leute kämpfen und so, da ihm halt sein Dorf sehr wichtig ist und so. Und er hat ja dann gesehen, dass Naruto ja noch gut zurechtkommt, dass Naruto wirklich stärker geworden ist, und er wollte einfach nur diese Bestätigung haben. Danach ist er halt geflohen, weil alles wurde bestätigt und so, und er hat auch keinen Grund zu kämpfen. Und ja, so viel dazu, kommen wir jetzt noch zu dem Kampf, wenn er geschehen wäre, nämlich Itachi gegen Jiraiya. Wer hätte da gewonnen? Und bevor ich damit jetzt richtig anfange, beachtet bitte, dass es meine Meinung ist. Ich mich jetzt nicht, dass hier manche rummollen, ja, der und der hätte deswegen gewonnen und so. Ihr könnt alle eure eigene Meinung haben, es ist ja kein Fakt, wer da gewonnen hätte und so, aber ja, ich möchte einfach nur das für mich Logischste raushauen, deswegen nicht jeder wird derselben Meinung sein. Und um ehrlich zu sein, denke ich, dass Jiraiya da wirklich keine Chance gegen Itachi hätte, vor allem nicht, wenn auch Kisame da nebenbei kämpft, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass Kisame einfach nur zugeguckt hätte, was ich bezweifle, es sei denn, Itachi hätte es gewollt. Itachi hat in dem Zeitpunkt einmal das Tsukuyomi eingesetzt, weshalb er schon mal geschwächt war, oder halt etwas geschwächt war, aber was man auch noch bedenken muss, ist, dass der Timeskip noch nicht war. Das heißt, es war 3-4 Jahre vor dem Kampf gegen Sasuke, wo er wirklich schon fast am Sterben war. Das heißt, er muss da nicht unbedingt so krass erblindet sein, also er könnte da wahrscheinlich noch gut sehen können. Und sein Chakra-Vorrat könnte noch relativ höher sein und so, weil wie gesagt, das sind 3-4 Jahre dazwischen. Diese 3-4 Jahre haben ihn wahrscheinlich sehr fertig gemacht. Und in dem Zeitpunkt, wo er da auf Jiraiya getroffen ist, war Itachi wahrscheinlich noch viel stärker, als er gegen Sasuke gekämpft hatte. Und ja, ich sage, dass Itachi gewinnt, aus dem leichten Grund, dass Jiraiya meiner Meinung nach nichts gegen das Tsukuyomi, Amaterasu und Susanoo machen kann. Klar, aus einem normalen Genius und so könnte er bestimmt rauskommen, wahrscheinlich, weil er es auch von selber schaffen könnte, aber wenn nötig, von seinen vertrauten Geistern oder sowas, sei es halt die zwei alten Frösche, also Fukasaku und ich habe gerade den Namen von seiner Frau vergessen. Aber ja, die beiden könnten ihn dann safe aus dem Genius befreien und alles. Allerdings bezweifle ich, dass es auch mit einem Tsukuyomi klappt, weil das Tsukuyomi ist eine komplett andere Dimension an Genjutsu. Ein normales Genjutsu kann ja schon leicht entgehen, wenn man weiß, wie man das macht. Aber ein Tsukuyomi, das ist etwas, was nicht mal... Ja, okay, wie will man ein Tsukuyomi auflösen? Viele verstehen diesen Fakt erstmal nicht, weil ein Tsukuyomi ist kein Genjutsu, was du länger in dir hast, was du auflösen kannst. Weil alles, was in den Tsukuyomi passiert, passiert in der vorgegebenen Zeit, die Itachi hat. Oder halt nicht ganz, sondern es ist einfach nur für einen Augenblick. Das Tsukuyomi hält nur für einen Augenblick in der realen Welt, aber in den Kopf von dem Getroffenen hält es so lange, wie Itachi es will. Das kann, keine Ahnung, ein Bruchteil einer Sekunde sein, oder es können mehrere Tage sein oder so. Und in diesen Tagen, die da passieren, kann Itachi alles mit Jiraiya anstellen in dem Tsukuyomi, was ihn fertig machen könnte. Er könnte Naruto abschlachten, er könnte Jiraiya foltern, ihn einfach komplett zerquetschen, er könnte seine Frösche umbringen dauerhaft. Wenn er davon Bescheid wüsste, könnte er Konan ja Hiko und hier Nagato umbringen die ganze Zeit.
Aber davon weiß er ja nichts, also davon mal abgesehen. Aber halt die anderen Sachen. Er kann ihn die ganze Zeit abschlachten, quälen und alles drum dran foltern. Und das würde einen Jiraiya, glaube ich, schon fertig machen und ihm aus der Ruhe bringen. Weil dadurch, dass Jiraiya dann nicht mehr die Ruhe in sich hat, er wäre da erstmal komplett abgeschwächt, weil das haben wir bei Kakashi ja schon gesehen. Kakashi war da schon komplett down. Und wenn Jiraiya da sowas abbekommen würde, ich denke schon, dass Jiraiya da noch stehen könnte und jetzt nicht wie Kakashi irgendwie mehrere Monate oder mehrere Tage im Krankenhaus landen muss und so. Allerdings könnte Jiraiya danach auf keinen Fall in den Sage-Mode gehen, weil er hat diese Ruhe nicht mehr in sich. Er hat nicht die Kraft und die Ruhe, in den Sage-Mode zu gehen. Das heißt, der Sage-Mode ist nach einem Tsukuyomi meiner Meinung nach schon mal abgehakt. Und ohne den Sage-Mode kann er in meinen Augen nichts gegen Itachi machen. Klar, er kann so Sachen wie Feuerversteck, Rasengan und alles drum drin, aber was will er damit großartig machen? Itachi bestimmt sogar noch um Weiten besser im Feuerversteck als Jiraiya. Mit den Rasengan, was will er da großartig machen? Davon muss er Itachi erstmal treffen und Itachi ist extrem schnell, also er könnte den ausweichen und alles. Und ja, wie gesagt, dann gibt es halt noch das Amaterasu, wogegen Jiraiya gar nichts machen kann. Was will er da großartig machen? Will er seinen Arm abtrennen, wie es der Raikage gemacht hatte? Das bezweifle ich mal. Und wenn man dann noch so weit gehen will, gibt es noch das Susanoo und da kann Jiraiya wirklich gar nichts mehr machen. Da helfen ihm seine verdrohten Geister nichts mehr, da hilft ihm der Sage-Mode meiner Meinung nach auch nichts mehr. Und das ist aus. Aber gehen wir mal davon aus, dass Jiraiya in den Sage-Mode kommen würde, was wie gesagt in meinen Augen unmöglich ist nach einem Tsukuyomi. Und da sehe ich auch nicht viel, was er machen kann. Er kann versuchen, Itachi in einen Genjutsu zu setzen, was aber schon komisch ist, weil ja, Itachi in einem Genjutsu zu stecken, das ist schon mal ein Meisterwerk oder sowas. Aber ja, schreibt mir doch eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare rein. Vielleicht konnte ich ja manche umstimmen, aber ich denke, es werden noch sehr viele da sein, die denken, nee, Jiraiya hätte ihn locker zerstört und alles, was ich nicht verstehen kann. Aber naja, hat jeder jetzt seine eigene Meinung, akzeptiere ich ja auch. Aber na, sagen wir so, spätestens wenn Kisame mitgekämpft hätte, wäre es aus für Jiraiya. Von daher, was ist mit dem Video? Ich wiederhole mich, glaube ich, noch öfters oder so. Deswegen lasse ich es einfach dabei. Und ja, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare rein. Dann war es das mit dem Video. Und ich verabschiede mich mal auf Wiedersehen.